Alles, alles Gute für Sie, liebe Frau Dr. Merkel, und nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Hallo zusammen, heute war die Ministerpräsidentenkonferenz der Ostministerpräsidenten eine Veranstaltung, die wir sowieso schon mal für sehr gelungen halten, da ja man in der Regierung immer von Einheit spricht und dann so eine Veranstaltung abhält. Nun gut, aber wie dem auch sei, das Entscheidende war, dass Angela Merkel völlig überrascht wurde. Herr Dietmar Woidke, der Ministerpräsident von Brandenburg, hielt eine Lobesrede auf die Kanzlerin, die sich sehr, sehr, sehr nach Abschied anhörte. Wir glauben, dass die Ostministerpräsidenten hier etwas vorgeprescht sind, höchstwahrscheinlich, oder vielleicht hat es mit den Wahlen in den Ländern Sachsen und Sachsen-Anhalt zu tun, die bevorstehen, und daran, dass die AfD so stark ist. Jedenfalls wollte man sich höchstwahrscheinlich irgendwie positionieren und hat die Kanzlerin einfach mal abserviert, danksagend verabschiedet. Leute, es scheint wirklich zu bröckeln und zu bröseln. Es wird. Habt einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Konferenz in einem kleinen Bildband zusammengefasst. Und ich glaube, wenn die Bundeskanzlerin daran ein bisschen blättert, wird sie hin und wieder auch schmunzeln und sich an viele einzelne Begebenheiten erinnern, die vielleicht mit Ostministerpräsidentenkonferenzen oder mit den Dingen, die da so passiert sind oder diskutiert wurden, zusammenhängen.